Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Sorry, falls ich nur ein bisschen schmutzig bin. Ich komme gerade so, wie ich bin, vom Stall. Nicht wundern. Aber ich habe gerade einfach eine mega Video-Idee gehabt, weil ich so viele Fragen dazu bekommen habe. Und zwar, was ist mit Heißhunger, Leute? Wie umgehe ich meinen Heißhunger bei Weight Watchers oder bei einer anderen Diät? Je nachdem, was ihr so macht gerade. Ihr könnt natürlich auch alles abwandeln. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mal so die drei schwierigsten Themen, glaube ich, die es so gibt zu überwältigen bei einer Diät. Und zeige euch dafür gute Alternativen einfach. Ja, was habe ich mir ausgesucht? Natürlich Pizza, Pommes und Schokolade. So, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich war gerade irgendwie bei Eis. Oder kennt ihr diesen Song Pizza, Pommes und Spaghetti? Das ist meine Leidenschaft. Deswegen, ich war gerade irgendwie ein bisschen woanders. Ja, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das und ich erzähle euch auch so ein bisschen, wie ich das handhabe, wenn ich Heißhungerattacken habe. Natürlich habe ich sie auch. Es klappt echt wunderbar im Moment, muss ich sagen. Ich bin jetzt mittlerweile bei 9,7 Kilo. Ich habe im April angefangen und ich gehe es ja echt mega langsam an mit 2 Cheat Days. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal ins Video reinschauen. Oder ich habe auch Videos gedreht, wo ich euch Einkaufstipps einfach gebe. Ja, wir starten einfach mal, würde ich sagen. Und zwar, was ist denn überhaupt, was ist der Heißhunger? Also Heißhunger ist eigentlich immer irgendwas, wenn man, ich finde, zur Ruhe kommt. Also wenn man nicht gerade irgendwie im Stress ist oder so und unterwegs ist, sondern wenn man echt gemütlich auf der Couch hängt, vielleicht noch eine Serie guckt oder so. Und dann überkommen Eingelöste. Das ist ja kein wirklicher Hunger. Deswegen ist es eher so ein Appetit auf irgendwelche bestimmten Lebensmittel. Es ist nicht so, dass man sich jetzt hier mega an Schokolade satt essen möchte. Man hat einfach so dieses, boah, und dann brauchst du immer mehr. Und du hast halt einfach dieses, ja, dieses Heißhungergefühl. Und das kann man aber ganz gut, also man kann sein Gehirn da so ganz gut austricksen mit verschiedensten Sachen. Der eine oder andere, der mir bei Instagram folgt, auch da heiße ich übrigens Testy Tasty, ich glaube, hier ist so ein kleines Dreieck, da könnt ihr draufklicken. Dann seid ihr in der Infobox und könnt auf den Link klicken, dann kommt ihr direkt zu mir. Und da gibt es halt mega viele Rezepte, um sowas halt auch zu blocken. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Pizza. Ich würde sagen, wir starten mit Pizza. Es gibt verschiedenste Alternativen dazu. Also das heißt, ich würde euch immer eigentlich ganz gerne ans Herz legen, plant so ein bisschen eure Woche natürlich. Aber das ist nicht planbar, wenn man Heißhunger hat, dann hat man halt jetzt einfach gerade Hunger auf eine Pizza. Dafür solltet ihr dann einfach immer alles im Haus haben. Entweder macht ihr euch dann, es gibt diese Blumenkohlpizzen, beziehungsweise aus Thunfischboden, das ist gar nicht mein Ding. Also ich brauche schon ein bisschen Kohlenhydrate damit drin. Und deswegen mache ich immer hier diese Variante. Ich blende euch das mal eben ganz kurz ein von Make Cake. So, jetzt zeige ich euch, wie ich den Teig mache. Und zwar nehme ich einmal 80 Milliliter warmes Wasser und nehme dann diesen Make Pikant. So sieht der aus. Moment, ich muss es euch anders halten. Ganz professionelle Videosituation hier gerade übrigens in meiner Küche. Und zwar könnt ihr den, der ist mit Tomate und Kräuter, ihr könnt den für ganz viele Sachen nehmen, ob ihr so Rollen machen wollt, Wraps. Ich nehme den aber immer für Pizza und da gibt ihr einfach 40 Gramm mit dazu. Wenn ihr eine Pizza haben möchtet, je nachdem, wie viel ihr machen wollt, gebt ihr natürlich einfach dann mehr mit dazu. Und da seht ihr schon, ihr habt schon richtig viel leckere Kräuter mit drin. Und das Ganze verrühre ich dann einfach nur mit einem Schneebesen. Könnte man jetzt auch im Thermomix machen. Macht mir aber zu viel Arbeit, den Topf dann sauber zu machen. So sieht der Teig dann aus. Und den gebe ich jetzt einfach nochmal so 7-8 Minütchen bei 180 Grad vorgeheizt im Backofen. In den Ofen rein und back den so ein bisschen vor. So, als nächstes bestreiche ich die Pizza mit dem Dip Tomate Basilikum. Auch sehr, sehr punktefreundlich. Das ist leider ein bisschen schwierig mit einer Hand zu füllen, nur ich konnte das jetzt nicht mehr oben lassen, weil ich das heiße Blech hier nicht draufstellen konnte auf die Ablage. Aber ihr seht in etwa, was ich meine. Ne? Einfach wie so eine ganz normale Pizza belegen und dann habe ich hier unser Nullpunkte-Kochschinken bei uns aus der Metzgerei. Damit ja, gebe ich halt noch mal so ein bisschen Proteine mit drauf. So, Käse, den ich oben drüber gebe. Und für den Kleinen gibt es dann einfach hier so eine Art, ja, wie mein Flammkuchen, den ich immer mache. Und zwar hier so eine Laugenstange einfach. Genauso belegt wie eine Pizza. Das Ganze jetzt aus und dann gebe ich das Ganze noch mal 10 Minuten in den Backofen.
dann ist die Pizza fertig. Und so sieht das Ganze dann gebacken aus. Mega, mega lecker, sage ich euch, Leute. Und das Ganze hat nur, Moment, ich glaube 6 Punkte. Ich rechne das aus und blende euch das hier ein. Also mega gut, oder? Ich hoffe, ihr habt das so verstanden einigermaßen. Es ist halt eine mega geile Backmischung. Also ich liebe das halt eigentlich, das zu machen, weil du hast halt trotzdem dieses Pizza-Gefühl damit bei. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht dieses, oh, ich kann diesen Thunfischboden nicht sehen, ehrlich. Auch wenn er nicht viel Punkte hat, aber das schmeckt halt mega, mega geil und ihr seid halt richtig punktefreundlich mit dabei. Das ist voll cool. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Sachen hier unten in der Infobox auch, dass ihr draufklicken könnt. Ich habe auch einen Rabattcode dabei stehen. Ich glaube, 5% bekommt ihr oder so noch sogar abgezogen, wenn ihr meinen Code benutzt. Schreibe ich euch aber, wie gesagt, alles hier unten in die Infobox. So, dann hätten wir ja die Pizza behandelt, was man da schönes alternativ machen kann. Natürlich mit Leitkäse arbeiten und sowas, ihr wisst, was ich meine, ne? Also da kann man ja immer selber so ein bisschen schauen. Was ist denn mit Schokolade, Leute? Es gibt wenig Alternativen, finde ich immer, also zu echter Schokolade, wenn du richtig Schokoladenheißhunger hast. Es gibt von Franconia diese No Sugar Added Schokolade, aber die hat auch noch sehr, sehr viele Punkte. Ich glaube, da hat so ein kleines Stückchen so 2 Punkte. Das ist schon punktefreundlich für Schokolade. Also ihr wisst, was so eine normale Tafel hat, ne Leute? Und ja, da musste irgendwie was her. Also konnte ich mich nicht mehr zufrieden geben. Und jetzt habe ich es einfach anders gelöst. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video gezeigt, aber ich zeige euch das jetzt nochmal, wie ich das mache, wenn ich halt wirklich Schokohunger habe. Und zwar benutze ich halt diese Aromapulver von Flavesty. Die sind halt mega. Ihr kriegt die in Kinderschokoladengeschmack, in Cheesecake und sonstiges. Also mega, mega geil. Das ist punktelos einfach. Das ist echt der Hammer. Und ich mache es dann immer so. Ich blende es euch einfach, glaube ich, ganz kurz ein. Dann wisst ihr, wie ich das immer so mache. Kann sein, dass ich das aus dem alten Video benutze. Aber das bringt mich halt einfach so dazu, zu sagen, boah, ich habe jetzt keinen Hunger mehr auf Schokolade. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir uns da jetzt nicht leere Punkte reinhauen, sondern wirklich noch was Gesundes damit bei haben. Und so mache ich das halt immer. So, hier seht ihr, mir sind meine verschiedenen Sorten Aromapulver. Schokolade, Vanille, Butterkeks, Zimtschnecke, Stracciatella, Käsekuchen. Es gibt noch viel, viel mehr. Also die sind echt mega. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das immer so mache. Ich nehme einfach Skier und da ich mich mal wieder nicht entscheiden kann, welchen Geschmack ich haben möchte, mache ich jetzt einfach Hälfte-Hälfte hier rein. Und gebe dann immer noch so ein Schlückchen Mineralwasser dazu, um das Ganze dann ein bisschen luftiger zu kriegen, weil Proteine machen das Ganze halt, die verdichten die Masse ja doch immer schon sehr. Das seht ihr auch, wenn ihr zum Beispiel viel Quark esst oder so, ne? Da ist so ein Schlückchen Mineralwasser nie verkehrt drin. Wichtig ist mit Sprudel. Schwupps. Und hier auch noch rein. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mal hier das Butterkeks. Und dann mache ich jetzt, da das jetzt nur so ein halber Becher ist, so ein, hier, die sind immer mit dabei, diese gelben Scoops nennen die sich, glaube ich, so ein, ja, ich sag mal, so ein Dreiviertel vollen, gib den hier drauf. Und das andere machen wir mit Stracciatella. Das ist übrigens meine absolute Lieblingssorte. Die ist mega, mega lecker. Geben wir jetzt hier drauf. Und dann braucht ihr das Ganze einfach nur noch umrühren, bis ihr so eine, ja, eine fertige Masse habt, sag ich mal. Das ist wie so eine Joghurtkonsistenz. Schmeckt mega, mega lecker. Und dann wird das Ganze immer noch getoppt. Hier mache ich zum Beispiel so einen Kakao-Butterkeks mit rein. Könnt ihr natürlich auch zerbröseln. Und hier kommen so ein paar Waffelröllchen. Die haben gar nicht mal so viel. Müsst ihr mal gucken. Also hier hätten jetzt zum Beispiel 3 Stück 2 Punkte. Und schon sieht das Ganze doch sehr ansehnlich aus, oder? Was sagt ihr? Und es ist einfach so wahnsinnig lecker. Wirklich. Probiert's aus. Also ich bin so mega begeistert. Das ist echt der Hammer. Ja, sieht mega lecker aus und es schmeckt einfach gigantisch. Also so, so viele von meinen Followern von Instagram haben sich das schon bestellt und die sind alle wirklich begeistert, weil das einfach für uns, es ist eine Null-Punkte-Variante, Leute. Es ist einfach, ja, also es ist mega. Ich hau mir davon so viel rein. Also ich finde es richtig, richtig geil. Ich bin so froh, auch für, klar, für euch natürlich auch, aber ich bin so froh, dass ich das für mich auch gefunden habe, weil es mir halt wahnsinnig hilft dabei. Auch da verlinke ich euch natürlich alles wieder in der Infobox, was ihr sehen wollt, sehen könnt. Hier. So.
Da habe ich, glaube ich, auch einen Rabattcode, aber boah, ich weiß die immer nie, Leute. Ich weiß die nie, aber ich glaube, es sind 10% oder so. Guckt einfach rein, ich werde es gleich noch recherchieren, was es ist, und schreibt es dann einfach mit dabei, damit ihr ein bisschen sparen könnt. Wie immer, unbezahlte Werbung, ich verdiene hier nichts dran. Also das Pulver könnt ihr kaufen, ich habe da nichts einen Vorteil von. Ich mache es einfach nur, damit ich euch halt das so ein bisschen mit auf den Weg geben kann und damit ihr halt wirklich auch den Nutzen so daraus ziehen könnt, so wie ich. So, dann wären wir noch bei den lieben Pommes. Wer liebt sie nicht? Und da gibt es halt, also ich habe das so ein bisschen Pommes-Currywurst-Style gemacht. Und zwar, die, die mir folgen, wissen, wir sind ja hier die Erfinder der Nullpunkte-Wurst, ne? Und leider verschicken wir die nicht. Wir haben die wirklich nur bei uns in der Metzgerei. Wenn ihr aus der Nähe in Mülheim kommt, dann könnt ihr die gerne hier abholen. Ansonsten leider nicht, weil da immer so viele Fragen zu kommen, da haben wir das schon mal geklärt. Und zwar mache ich mit den Pommes, also das habe ich noch gar nicht lange, aber das ist so geil, Leute, so, so geil. Und zwar habe ich eine Heißluftfritteuse seit, ich würde sagen, 1-2 Wochen ungefähr, ich weiß es gar nicht so genau, aber die ist echt im Dauereinsatz hier, denn ihr könnt da echt richtig geil frittieren, aber mit ganz, ganz, ganz wenig Öl. Also sonst, wenn ihr frittiert, ihr habt ja, weiß ich nicht, 1 Liter oder 2 oder keine Ahnung, wie viel da reinpasst in so eine richtige Fritteuse. Ich brauche 1 Teelöffel. Wenn ich viel mache, nehme ich 2 Teelöffel. Und das ist ja wohl mal der Hammer. Das ist so geil. Ich blende euch das gleich ein, wie das aussieht. Das ist so mega, mega lecker einfach. Und ich freue mich so darüber, dass ich jetzt Pommes auch genießen kann, obwohl ich halt Weight Watchers mache. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Das ist so ein typisches Gericht, Pommes, Currywurst oder allgemein Pommes mit Mayo oder Ketchup oder so. Ich bin ja kein Mayo-Fan, glücklicherweise. was halt vielen irgendwie so verwehrt bleibt, wenn man abnimmt. Und das muss es halt gar nicht. Also ich mache das wirklich so, ich weiß nicht, ob ich euch das auch nochmal einblenden soll hier, wie ich das mache. Ich habe da schon so ein kleines Video bei Instagram gedreht. Ich guck mal, ob ich das hier mit reinkriege. Denn ihr braucht dann einfach nur, ihr nehmt einfach nur Kartoffeln. Und dann ist da so, also bei meiner, ich verlinke euch die auch wieder, damit ihr sehen könnt, welche das ist. Die ist halt nicht so super teuer wie manche andere. Ich glaube, die liegt so bei 100, 110 oder sowas im Moment. Müsst ihr mal gucken. Ich mache euch so einen Amazon-Link, dann könnt ihr direkt schauen. Und da ist so ein Kartoffelschneider bei gewesen. Also, dass ihr wirklich halt so Pommes aus Kartoffeln euch selber machen könnt. Dadurch halt wieder sehr, sehr punktefreundlich. Und Anleitung und sowas steht auch alles mit dabei. Ja, und das ist halt mega, mega geil. Die sind richtig knusprig, nicht so wie diese Latschigen aus dem Backofen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Die schmecken mir nämlich gar nicht. Und dann habe ich eher so auf Pommes verzichtet und das muss ich jetzt nicht mehr. Und was richtig geil ist, ich habe gestern auch noch Gemüsepommes da drin gemacht. Die waren auch mega geil aus Karotten, Kohlrabi und was hatte ich noch? Petersilienwurzel. Mega lecker. Dann habe ich die noch mit Tatar und Käse überbacken in dieser Heißluftfritteuse. Aber ich bin mega begeistert. Ich bin richtig, richtig angetan. Ja. Dafür habe ich leider keinen Rabattcode für euch. Aber ich glaube, die haben so, das habe ich gesehen bei Amazon, das fand ich voll cool. Da konnte man einfach anklicken und hat man automatisch 5% Rabattcode geschrieben bekommen. Fand ich echt cool. Und, sorry. Ja, das hilft mir auf jeden Fall sehr, über meine Pommes-Heißhungerattacken wegzukommen. Wie gesagt, irgendwo blende ich euch mal so ein Bildchen ein, wie ich das mache. Und dann mache ich halt mal noch diese Nullpunkte-Currywurst dazu. Das Rezept findet ihr auch alles bei Instagram. Und ja, dann ist das halt ein richtig geiles Essen für wenig Punkte am Abend. Und es schmeckt einfach so mega, mega gut und mega frisch halt auch. Und natürlich ist es auch gesünder, als wenn ihr jetzt irgendwelche Pommes so nehmt, Tiefkühlpommes, die wahrscheinlich schon vorfrittiert sind oder so, wenn ihr eure eigenen Pommes aus Kartoffeln macht. Wie geil ist das? Ich wollte jetzt auch mal diese Heißluftfritteuse probieren, weil ich glaube, das könnte geil sein. Diese Sudels kennt ihr bestimmt, ne? Wenn man aus Möhren oder aus Zucchini so diese Nudeln macht, mit so einem Dreher ist das, irgendwie so ein Anspitzer. Und die wollte ich mal in der Heißluftfritteuse probieren. Ich glaube, das schmeckt auch mega, mega gut. Ja, so ihr Lieben, das war es jetzt erstmal hier von meinem Heißhunger-Video, bevor es hier noch länger wird. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Das sind halt natürlich so diese 3 Hauptmahlzeiten, die uns sündigen lassen einfach. Wenn euch noch was anderes einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da haben auch manche Probleme, das zu finden. Das hatte ich am Anfang übrigens auch. Und zwar scrollt ihr einfach hier hoch. Dann habt ihr so Videovorschläge, scrollt bis zum Ende und da könnt ihr dann einen Kommentar verfassen. Ganz einfach eigentlich, wenn man es weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich. Ansonsten könnt ihr gerne mein Abonnent werden. Ich verlinke euch hier so ein Abo-Knöpfchen. 2 neue Videos, wo ihr gerne reinschauen könnt. Und hoffe, eure Weight Watchers Abnahmen oder womit ihr auch sonst immer abnehmt, ist erfolgreich. Ich drücke euch die Daumen, mir natürlich auch, dass es weiterhin so gut läuft. Ich
sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.